Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück hier bei Planet Nomad. Ich habe mir mal ein bisschen Gedanken über unser Autochen hier gemacht, denn wir haben ja die Solarzellen mit dem Auto verbunden, aber ich glaube, ich habe das falsch gemacht. Ich glaube nämlich, wir müssen die Solarzellen mit der Batterie verbinden. Das ist, glaube ich, besser. Ich gehe mal hier auf Konfigurieren und ich würde das gerne hier oben mit konfigurieren, aber das geht gerade nicht. Dann versuchen wir es doch mal so rum. Machen wir das doch mal raus. Siehst du, das ist nämlich hier verbunden mit... Die sind beide verbunden mit hier vorne. Mhm. Dann gehen wir da nochmal auf den Konfigurator von hier. So. Und tippen das vielleicht nochmal an. So, jetzt haben wir das wieder rausgenommen. Und ich hoffe, dass wir das rausgenommen haben. Jetzt testen wir das Ganze doch nochmal folgendermaßen. Wir machen nochmal Konfigurator, machen das Ding hier, machen den. Warte mal, jetzt ist hier 100%. Jetzt würde ich das gerne mit der Batterie verbinden. Vielleicht komme ich aber jetzt auch gar nicht an die Batterie dran, weil da jetzt was davor steht. Oder ich weiß nicht, ob das jetzt so... Pass auf, ich mach das nochmal. Wir machen mal hier... Ich peile jetzt mal hier das Ding an. So, mit was bin ich jetzt verbunden? Ist es jetzt hier die Batterie, mit der ich verbunden bin? Das macht er nicht. Der macht das jetzt... Macht mir keine Verbindung damit. Wir versuchen es mal vorne. So, ich gehe mal hier vorne drauf, weil hier kann ich nämlich auf jeden Fall die Batterie sehen. Und wenn ich jetzt sage, okay, Konfigurator. Und ich möchte gerne das hier... dieses Ding verbinden mit dem hier. Keine Verbindung mehr vorhanden. Ja, ich will aber eine aufbauen. Stehst du? Ich möchte gerne eine machen. Eine Verbindung. Und zwar hier von dir. Trenne Elektrizität. Ich möchte gerne, dass du mit dieser Solarzelle verbunden wirst. Geht irgendwie nicht. Dann müssen wir es doch wieder so machen, wie wir es vorher hatten. Wir gehen hier auf die Schalttafel, machen hier die Konfigurierung und haben das jetzt hier angeschlossen. Ist mir aber eigentlich nicht ganz so lieb, weil ich hätte nämlich gerne das anders gehabt. Aber generell haben wir hier bei unserer Basis natürlich viel zu wenig Strom. Hier unser... Der Energieverbrauch ist natürlich nicht so hoch. Ich weiß nicht, ob wir das höher schrauben können. Sekunde, Konfigurator. Und ich habe hier Trennelektrizität. Also hier ist auf jeden Fall Strom drin. Wenn ich jetzt mehr Strom produziere, das Ding ja speichert ja bestimmt keinen Strom. Das ist ja nur ein Verteiler. Wir müssten also irgendwie... Ich gehe nochmal hier auf Konfigurieren. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. An. C. Dann hier das. So, wir sehen jetzt hier, ist zu 4% geladen. Und die Solarzellen liefern momentan keinen Strom. Ich meine, ich könnte jetzt die... Ich könnte die Batteriepacks abbauen und dann werden sie wieder vollgeladen. Wenn ich sie neu baue. Das ist natürlich dann auch... Pass auf. Komm, wir machen es. So. Also gut. B für Bau. Ah, ne, habe ich das hier unten drin? Ist das Battery Pack? Ist hier unten... Ne, ist kein Battery Pack drin. Dann müssen wir hier oben nochmal gucken. Das ist die Schalttafel. Wo ist jetzt der Battery Pack? Ich bin blind. Da ist er. Und den legen wir uns mal neben die Schalttafel. Das wäre dann hier. So, die 8. Gut, ich hau das mal hier rein. Und davor machen wir eine Schalttafel. Ne, natürlich nicht so, sondern... So auch nicht. So geht's. Jetzt aber das Dings verbunden. Moment. Ja. So gefällt's mir ganz gut. Wir gehen mal hier hoch. Und dann werden wir das mal zusammenschrauben. So. Und so. Und wenn ich jetzt hier auf... Jetzt muss ich natürlich alles neu konfigurieren. Wir gehen hier auf Konfigurieren und sagen... möchten wir gerne verbinden. Und zwar die Reifen möchten wir verbinden. Die zwei Scheinwerfer möchten wir verbinden. Die hinteren Reifen möchten wir verbinden.
Und die Solarzellen auch. So, ich habe jetzt hier hinten noch Lampen dran, aber vielleicht lassen wir die Lampen hinten einfach mal sein. Die machen wir einfach nicht. So, die Reifen drehen sich alle nach vorne und hier vorne das Gelenk, das ist richtig. Hinten diese Reifen drehen sich so, das heißt, unser Autochen funktioniert so wieder. Jetzt gucken wir mal kurz, wie es so aussieht. Wenn ich jetzt nochmal die Schalttafel hier anklicke, dann steht da hinten 100% geladen. Gut, damit wir jetzt hier nichts verbrauchen, schalten wir einfach den Strom ab. So. Und wir müssten aber generell vielleicht mal gucken, dass wir ein bisschen mehr, ja, dass wir hier ein bisschen mehr Strom produzieren, hier bei unserer Basis. Habe ich denn hier schon so eine Solarzelle aufgebaut? Das hier ist ja die Radarstation. Wo ist denn hier Solarzelle? Haben wir noch gar nicht gebaut. Wir haben bisher nur die Solarzellen hier auf dem Auto gebaut. Alles klar, dann gucken wir mal hier. Solar. So, dann sehen wir das. Wie heißen die denn? Sonnenkollektor. Den hier würde ich gerne bauen. Und ich glaube, das geht auch. Ich sehe jedenfalls jetzt nichts, was dagegen spricht, dass wir die aufbauen. Ich drücke mal 7. Und würde dann sagen, wir müssen die ja wahrscheinlich hier wieder mit dem Schaltpult verbinden, oder? Deswegen müssen die wahrscheinlich hier so ein bisschen in der Nähe stehen. Ich drehe die mal so ein bisschen. Ja. So. Ich baue mal 3 Stück hier hin. Und wir gucken mal, wie sich das jetzt hier so macht. Ich weiß auch gar nicht, ob das so geht. So, elektronische Teile brauchen wir und zusammengesetzte Teile brauchen wir auch. Ich glaube, ich habe ja am Ende der letzten Folge, ist ja eine neue Aufnahmesession jetzt hier, da haben wir, glaube ich, hier nochmal Material reingeworfen, oder? Ja, so ein bisschen Material haben wir jedenfalls. So, elektronische Teile, würde ich sagen, machen wir mal. Können wir vielleicht schon mal so einen kleinen Vorrat machen? Ich mache mal 30. Pass auf, das hier würde ich gerne hier kurz einfüllen. Dann haben wir hier noch das. Ich sehe gerade, dass hier ja noch Material in meinem Inventar liegt. Das können wir natürlich hier schön reinhauen. Hier werden also jetzt diese Tafeln hergestellt und dann stellen wir hierher die zusammengesetzten Teile. Auch davon machen wir erstmal 30 Stück. Und ich guck mal, hier, das können wir noch dazu hauen und das können wir noch hier hinhauen. Das sieht doch schon ganz gut aus. So, dann habe ich hier noch ein paar von den Samen und wir haben noch ein bisschen hier von den Kürbiszeugs und hier auch noch von dem Zeug. Wasser stelle ich hier gerade her und es fehlt Kohle. Das ist Silizium. Oben ist Kupfer. Oh. Wir haben ziemlich viel Kupfer übrig. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Hier hatten wir ja, glaube ich, schon alles Mögliche. Ich glaube, hier hatte ich schon alles Mögliche gebaut, was wir so an Verbesserungen für unseren Anzug brauchen, oder? Und momentan ist jetzt hier gar nichts drin, was mir jetzt so richtig viel bietet. Deswegen würde ich sagen, können wir den wieder entladen hier. Vielleicht das Kupfer können wir hier drin lagern, weil davon haben wir gerade zu viel. Dann haben wir hier noch von dem Biomasse. Biomasse. Gut, was hatte ich jetzt noch hier? Das hier können wir noch hier reinhauen, das nehmen wir wieder raus. Dann können wir das noch auffüllen. So. Guck mal raus. So, die können wir schon mal nehmen. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das nehmen wir raus. Was liegt hier noch drin? Ist ein bisschen blöd, dass das Druckinventarfenster so klein ist. Das hätte ich gerne ein bisschen größer. Wir gucken nochmal hier rein. Warum läuft das nicht? Verstehe. Ja, dann nehmen wir doch einfach den hier raus und hauen den hier rein und dann müsste es doch jetzt gehen. Gut, dann haben wir hier Kohle, fehlt, aber die fehlt auch hier, dann würde ich die nochmal hier reinsetzen. Gut, jetzt haben wir aber hier kein Wasser mehr drin. Wie viele Plätze sind denn hier noch frei? Machen wir doch vielleicht erstmal Futterchen hier. Ah, jetzt fehlen uns diese Kräutersachen. Habe ich die schon hergestellt? Kräutersachen. So, das hier können wir 5 Stück herstellen. Und sonst liegt nichts hier drin. Gut, nächstes. Hier drin haben wir auf jeden Fall Kräuter. Wir haben hier dieses Gemüsezeugs. Und müssen jetzt vielleicht nochmal ein paar von denen hier herstellen.
Ach, jetzt muss wieder hier klares Wasser rein. Scheiße. Das hier da rein. Wir brauchen mehr klares Wasser. Wie sieht's hier aus? Hier haben, oh, 43. Da können wir das schön aufteilen. Ich mache gerade mal mit der Alt-Taste durch das Halbieren. Und ich will mal gucken. Genau. Dann können wir das noch hier zulegen. Und das noch hier reinlegen. Und dann werden wir mal gucken, das hier. Guck, das geht nämlich jetzt. Dann mache ich jetzt hier mal. Ich muss es dann auch. Ich muss es auch machen, wenn ich es mir vornehme. So, 10 Stück manchmal. So, hauen wir mal rein. Und es hat nicht geklappt. Wieso? Jetzt funktioniert's. Gut, wir gucken nochmal hier hinten. Hier ist. Genau, da kommen wir das rein und dann würde ich sagen, züchten wir erst nochmal ein paar von den Samen. Und zwar mache ich mal 4 hier. Und hier auch. Da tun wir das Wasser rein und dann machen wir hier 3-mal das, weil das ja so lange läuft. Gut, dann läuft das. Hier haben wir das alles gut verteilt und jetzt können wir uns mal draußen um unsere Solaranlagen kümmern. Die müssten ja jetzt vielleicht baubar sein. Ich bin gespannt. Panzerung fehlt. Panzerung. Wie sieht's denn aus? Hier läuft nichts mehr, oder? Gut. Dann das mal weg. Geh weg. Komm, geh weg. Oh, ziemlich frickelig. So, wir machen hier mal 100 von denen. Und hier drüben tun wir auch schon gleich 100 von den Rahmen noch anfordern, weil die brauchen wir eh die ganze Zeit. Da gibt es sowieso nichts dran irgendwie zu beschönigen. Da müssen wir... Silizium habe ich noch hier drin, aber brauchen wir gerade gar nicht so viel. Kann ich hier noch was rausnehmen? Das hier können wir noch rausnehmen. So, und dann... Vielleicht noch ein paar Rähmchen. Kann man auch immer gut gebrauchen. So, jetzt habe ich hier ein paar Panzerungen. Das sollte jetzt zum Bauen für die Solaranlagen auf jeden Fall reichen. So, schauen wir mal. Oh. Gut. Guck mal. Cool, oder? Dann gehen wir mal hier auf den Konfigurator. Wir machen hier Verbindung. Und wir hauen mal hier die Dinger dran. Einmal das, das und das. Und jetzt bin ich gespannt. Ah, hier und den natürlich auch. Die hintere Batterie haben wir gar nicht mit vorne verbunden. Ich mache hier gerade nochmal den Konfigurator an. So, und verbinden. Hinten die Batterie ist noch nicht verbunden. Ja, ich glaube, ich komme nämlich hier gar nicht an die Batterie. Glaube ich. Weil diese Schalttafel im Weg ist. Ich glaube, die hintere Schalttafel brauchen wir gar nicht. Ich glaube, die habe ich zu viel gebaut. Wenn ihr da Erfahrungen habt, dann schreibt doch mal in die Kommentare eure Erfahrungen, wie man das Ganze so konfigurieren sollte. Ich habe übrigens auch vor, dass wir uns bald mal darum kümmern, noch ein bisschen... Da steht, da ist kein Strom drauf. Ach so, weil ich vorne den Strom ausgeschaltet habe. Dann schalten wir den wieder ein. Nee, mit E. Aber vielleicht die, machen wir die Scheinwerfer aus. Vielleicht spart das Batterie. So, ich bin mal kurz gespannt. Wir machen hier nochmal Verbindung. Und jetzt sehen wir ja, hier vorne ist zu 100% geladen. Hinten ist 5% geladen. Das ist schon ein bisschen mehr wie eben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das auf... 6%. Siehst du? Das lädt sich auf. Aber vielleicht tut sich das als vorne von den 100% auch. Oder wie? Oder was? Oder wann? Lädt sich auf jeden Fall auf. So, das läuft und ja, dann würde ich sagen, checken wir doch nochmal. Oh, ich finde das total, total gut hier.
Achso, ich wollte die Grafik wieder hochschrauben. Genau, ich habe die nämlich runtergesetzt, damit wir schön durch die Gegend eiern können mit unserem Autochen. Ich würde gerne bald was Größeres bauen und auch was Fliegendes. Und dafür müssen wir halt das andere Material besorgen. Zumindest sollten wir gucken, dass wir diese zwei... Wir brauchen drei elektronische Teile. Warte, jetzt müssen wir mal nachgucken. Elektronische Teile. Das sind nämlich die hier. Und die brauchen jeweils zwei Silber. Das heißt, wir brauchen alleine schon sechs Silber da. Gut. Dann müssten wir vielleicht nochmal eine kleine Tour fahren und gucken, ob wir dann irgendwie so ein anderes Biom finden. Wir müssen nämlich, in den Biomen gibt es verschiedene Materialien. Und ich will mich aber drehen. Wir haben aber gar nicht so viele Pois, also Point of Interest. Denn es gibt nämlich hier viele, viele Absturzstellen. Und bei mir, auf meinem anderen Spiel, da habe ich gleich schon so sechs Stück gehabt oder so, die man sich angucken konnte. Hier wird jetzt nichts angezeigt. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Richtung wir noch nicht abgefahren haben. Wir könnten mal hier so in diese Richtung fahren und mal gucken, ob wir da was finden. Aber vielleicht einfach weniger labern und einfach machen, ha? So. Konnte ich eigentlich hier unten irgendwo den Ladestatus sehen im Auto oder so? Ich glaube, das ist noch nicht möglich. Da werden die Miles angezeigt, aber es wird nicht angezeigt, ob wie viel Strom wir haben. Oder ich bin blind. So, ich wollte nach Osten fahren. Ich fahre hier total falsch, warte mal. So, ich wollte nach Osten fahren. Und wir sollten eigentlich auf dem Weg nach Osten auch nochmal so mitnehmen, was geht. So. Hier ist eine schöne blaue Pflanze. Die möchte ich mir gerne mal anschauen. Was bist du denn? Bist du was Besonderes? Nee. So, Plant Fibers könnten wir... Ah nein, Biomasse heißt es ja hier. Die könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Hast du das mitgenommen? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht vom Ast getroffen werden. Denn tatsächlich kriegen wir hier Schaden, wenn wir von so einem Ding getroffen werden. So. Schön. Ach, wir fahren erstmal so ein bisschen durch die Gegend. Ich habe gerade mal Bock, ein bisschen zu fahren hier. Wie gesagt, wir müssen aber vorsichtig fahren. Wir dürfen nicht ins Wasser fallen. Und es gibt auch hier ziemliche Abgründe zwischendurch. Da bist du auch schnell mal reingefahren und dann kommst du mit dem Auto nicht mehr raus. Aber eigentlich Steine sollte man mitnehmen. Hier, Materialsteine. Die brauchen wir ja auf jeden Fall. So. Ja, Reload, genau. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viele Batterien wir dabei haben. 10, gut. Wir hätten noch mal essen und trinken sollen, bevor wir losfahren. Jetzt beginnt es allerdings Nacht zu werden. Das ist doof. Denn ich wollte ja eigentlich nicht die Scheinwerfer einschalten. Ich wollte ja gerne bei Tag fahren. Hier sind wieder böse. Und da geht es auf jeden Fall zum Wasser. Da wollen wir natürlich nicht hinfahren. Und das Auto fährt gerade, wie es will. Ich kann nicht mehr fahren. Das ist ja eine ganz blöde Stelle hier. Warum können wir jetzt nicht mehr fahren? Oh nein, 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 nein. Wir müssen gegen den Baum fahren. Oh, es fährt nur vorwärts. Ich muss mich irgendwie zurückruckeln. Können wir uns irgendwie umdrehen? Ich kann mich so ein bisschen zurückruckeln hier. So, ist irgendwas im Weg oder was? Wieso kommen wir nicht weg?
Das ist eine ganz blöde Stelle, weil hier viele von diesen Dingern sind. Und scheinbar haben wir schon wieder keinen Strom mehr. So, die hüpfen da vor uns rum und da oben sind auch diese großen Bösen. Ich muss rückwärts fahren. Warte, ich muss rückwärts fahren. So. Mit einlenken, damit wir hier nicht... Wir sind gleich nämlich schon im Wasser. Ja, wir driften immer mehr zum Wasser ab. Ich will nicht ins Wasser. Wieso ist jetzt schon wieder... Das kann doch nicht wahr sein. Ey, wir fallen als Meer ins Wasser hier. Guck dir das an. Hier, wir rutschen als Meer ins Wasser. Das kann doch nicht wahr sein. Ich lenk doch hier... Jetzt versinkt das Auto. Und das ist auch hier gerade wieder so eine Stelle, wo wir... Ah, Mann, ey. Ja, jetzt werden wir angegriffen, weil ich jetzt hier ausgestiegen bin. Jetzt kommt der Steinewerfer. Und der ist halt leider auch ziemlich stark. Your body sustained heavy injury. Ja, ich weiß. Your body sustained ja, heavy ich weiß. Internal bleeding detected. Ja. Physical condition critical. Body failure imminent. You're becoming tired. Ja. Das hat jetzt noch gefehlt. You're becoming tired. You've been poisoned. Ah, das auch noch. Ich verstehe. So, ich habe leider keine Möglichkeit jetzt irgendwie mich zu heilen, weil wir haben noch keine Bandagen dabei. Ja, weil das Auto stehen geblieben ist, an einer ganz blöden Stelle. Also ich habe das noch, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden mit dem... Die komische Wolke da oben, die hat jetzt gerade so unseren... Ich glaube, wir werden es überleben. Ich kann ja auch mal hier... Ich kann erstens mal reingehen und dann kann ich nochmal hier die Lampe anmachen. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Ja, wir müssen das Auto dann später retten oder wir bauen uns einfach ein neues. Es ist doch total ärgerlich. Also ich bin bei meinem Spielstand echt... ewig, wirklich ewig mit meinem Auto rumgefahren, über Stunden. Und es war nie leer. Wieso ist das jetzt hier so plötzlich so schnell leer? Und ich habe keine Solarzellen bei mir drauf. Ich habe nur die Batterien. Und ich habe auch zwei Lampen. Und wir fahren ja hier ohne Lampen. So, hier und wir heilen uns mal. You are well rested. Jetzt resten wir nicht mehr. Wieso? Ich will aber resten. So. Gut. Also wir haben das Auto verloren. Mist. Und da hinten, da sind halt so viele von den Monstern. Das können wir eh knicken. Das können wir voll knicken. Aber immerhin habe ich das ganze Material, was wir gesammelt haben, habe ich gesaved. Haben wir jetzt dabei. Gut, dann müssen wir einfach nochmal neu anfangen mit unserem Auto. Macht ja nichts, wir können ja ein bisschen üben. Und später, wenn dann auf der Welt überall Autos rumliegen, dann brauchen wir uns nur irgendwo eins wieder zu retten und dann können wir wieder wegfahren. Ist doch cool, oder? So, hier, Nummer 1. Hauen wir hier hin. So, dann machen wir da drauf ein Chassis. Und dann hatten wir ja gesagt, ach, pass auf, ich habe das Größere genommen, gell?
Ja, das kleinere ist nicht so schwer. Dann nehmen wir mal das kleinere. Also was brauchen wir denn noch? Wir brauchen dann Rad. Rad für Fahrzeuge ist ja anpassbar. Geländeversion. Geländeversion hört sich sehr gut an. Wir nehmen die Geländeversion. Wir nehmen hier die Halterungen, also die Aufhängungen. Dann brauchen wir noch zusätzlich diese kleinen Bauteile. Diese kleinen Würfelbauteile brauchen wir. Die da. Und dann brauchen wir eine Batterie. Batterie, Batterie, Batterie. Batterie und Schaltplatte brauchen wir. Da ist die Schaltplatte. Und hier ist die Batterie. Ach, die hatten wir eh schon da. Siehst du? Und ich glaube, das war's dann. Auch ein Scheinwerfer, genau. Scheinwerfer, wo sind die denn? Hier. Und zwar die, die in der Front befestigt werden. Okay. So, die zwei. Wir gucken mal. Weil ich hatte nämlich, bei mir habe ich nämlich dieses kleine Ding hier. So, und dann machen wir erstmal mit der 5 noch ein paar Blöcke dran. Sekunde. Ist nur 2 Blöcke breit. Wie habe ich denn das gemacht bei mir? Ich bin aber eigentlich nicht so zufrieden mit dem kleinen. Es tut mir leid, aber wir müssen das nochmal wegbauen. Ich brauche das Größere. So, nochmal B. Wir machen hier nochmal, Mobilität. Wir nehmen doch das größere Chassis hier. Das ist mir lieber. Tut mir leid. Das wollen wir neu anfangen. So, hier drehen. So, und dann machen wir hier mit der 5 ein paar Würfelchen dran. 1, 2, 3. Oder nee, pass auf. Wir bauen es eigentlich, ich baue es schon wieder genauso wie eben, gell? Ja, das ist genau dasselbe, was ich eben auch gebaut habe. So, jetzt das hier bauen und das bauen. Und jetzt bauen wir in die Mitte eine 8, mit der 8 eine Batterie. Sehr schön. Auch fertig bauen. Dann machen wir eine Schalttafel dran, die ich auf die 6 gelegt habe. Kommt dann dahin. Und dann machen wir hier hinten. Machen wir 1, 2, 3. So. Und dann erstmal fertig bauen. Mitte. So, dann noch 2 Würfel in die Mitte. Achso, ja, den muss ich jetzt gleich bauen. Sonst komme ich da nicht dran. Nochmal die 5, noch ein Block. Nochmal fertig bauen. So, dann kommt hier hinten. Vielleicht bauen wir einfach ein paar mehr Batterien dran, oder? Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, aber es ist doch eine Idee, oder? Wir testen das jetzt mal. So, dann brauchen wir hier die Aufhängung. Die kommen an die Seite. Schwupps. Und 1. 2. Ja, genau. Dann hier drüben. 1. 2. Ich hoffe, dass es so klappt. My sensors show you are slightly thirsty. Ach, erzähl doch nicht immer so einen Quatsch. So, uns fehlen die Ressourcen. Mist. Federungen fehlen uns. Ja, pass auf, Leute. Es ist Zeit, dass wir sowieso mal eine kleine Folgenpause machen. Schon wieder 30 Minuten. Also fast. Ich würde sagen, morgen bauen wir weiter in unserem Auto Nummer 2. Und ich denke mal, das wird dann auch schnell fertig sein. Wir können nochmal die nächste Expedition machen. Bis dann, macht's erstmal gut. Tschüss. Hier ein Blick auf 2 von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.